Hey Leute, ich konnte gestern keine Story mehr machen, weil mein Speicher total voll war. Jetzt bin ich einfach hin und habe die Amazon Prime App gelöscht und die noch irgendeine App. Ich muss kurz überlegen. Sage ich euch gleich. Ich habe gesagt, ich mache mehr Stories. Was ist denn mit meinen Haaren wieder los? Die sehen wieder Katastrophe aus. Aber ihr wisst ja, egal. Ich bin auch nicht so stark geschminkt. Egal. Was ich euch erzählen wollte ist, ich bin wieder so mega platt und müde heute gewesen. Aber selber schuld, wenn man so lange wach ist. Oh, für mehr Realität bei Instagram, ihr Lieben. Ich zeige euch kurz was. So sieht aktuell mein Bett aus. Voll mit Klamotten. Und ich muss es jetzt frisch beziehen. Ich war gestern einfach so extrem lang wach. Oh mein Gott, das wollt ihr gar nicht wissen. Ich konnte nicht schlafen. Ich wollte nicht schlafen. So richtig bescheuert. Wie kann man nur bis 2 Uhr am Handy sein? Ich war bis 2 Uhr wach und dann wundere ich mich, wenn ich den ganzen Tag müde bin. Wisst ihr, Leute, was mega cool ist, wenn man keine Lust hat aufzuräumen, dann zieht man sich einfach Dixter Pop rein, der beste Music-Channel auf YouTube. Ich finde, die haben die aktuellsten, coolsten Lieder ever und deswegen, da macht es noch mehr Spaß, das Aufräumen. Ich sehe gerade bei Dixter Pop, dass Marie, die wo bei DSDS gewonnen hat, dass die mit einem MC-Bilal ein Lied aufgenommen hat. Du bist der, mein Herz versteht. Hör ich zum ersten Mal mir gerade an. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Lied halten soll. Auf jeden Fall, Leute, ich werde jetzt gleich ein bisschen mal mein Bett befreien von den ganzen Klamotten und mein Bett frisch beziehen und melde mich dann eventuell später, um noch ein paar Stories zu machen, weil ich habe gesagt, ich wollte mehr Stories machen. War zu. Am Ende sollte heißen, ist in letzter Zeit zu kurz gekommen. Ich bin immer müde, platt und fertig, aber heute ist es halt extrem wieder. Gestern war es in Ordnung. Da musste ich keinen Mittagsschlaf machen. Heute habe ich gefühlt 2 Stunden Mittagsschlaf gemacht, aber fühle mich immer noch total am Arsch. Ich sehe übrigens so leicht fertig aus, so etwas platt, weil ich vorhin ein bisschen gesteppt habe, also mit dem Cross-Trainer gesteppt habe oder trainiert habe oder wie man das auch immer nennen mag. Ist so warm, weil ich ein bisschen trainiert habe auf diesem Cross-Trainer. Ich bin so unsportlich, aber ich habe vor, mehr auf diesem Cross-Trainer zu trainieren, also mich mehr zu bewegen, weil Speck ist da. Also das geht so nicht weiter. Wisst ihr, mir ist egal, was andere denken. Also viele würden jetzt denken, wo ist da bitte Speck? Ich weiß, wo da Speck ist. Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Ich war früher schlanker und das muss wieder passieren. Mein Deutsch ist wieder perfekt. Ich wollte sagen, also ich muss wieder etwas abnehmen für mich, einfach um mich besser zu fühlen. Ich hätte natürlich so einen gern so einen trainierten Körper wie Lisa Del Piero, sage ich immer wieder, tue aber nichts dafür, liege immer noch faul auf der Couch rum. Sprechen kann ich mich schon wieder, ihr Lieben. Ich werde jetzt, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass ich das mache. Ich werde es jetzt auch machen. Ihr wisst ja, ich habe immer was zu erzählen und ich möchte nachher auch noch ein bisschen vom Junggesellinnenabschied ein bisschen erzählen. Vor allen Dingen von diesem komischen Club und Lörrach-Katastrophe. Ihr Lieben, ich melde mich eventuell später, weil man weiß nie bei mir. Vor allen Dingen, zurzeit bin ich immer so hin und her gerissen. Mache ich noch eine Story? Mache ich keine Story? Vielleicht lege ich mich mal lieber etwas früher schlafen. Das macht irgendwie mehr Sinn. Dann bin ich auch fitter. Bis dann. Ciao, ciao. Leute, das Bett ist frisch bezogen. Ich werde jetzt gleich Sport machen. Ich kann ja eigentlich Sport machen und mit euch reden. Die Story über die Goodie Bag und den Junggesellinnenabschied mache ich ein andermal. Es ist ganz schön schwierig mit euch zu reden und eigentlich geht es ja. Jedes macht mehr Spaß irgendwie. Seht ihr mich mal in Aktion beim Sport machen, ey. Ich kann nicht nur voll auf dem Sofa liegen, ne? Also ich mache ja mega Geheimnis draus wegen dem Goodie Bags, aber Leute, es ist eigentlich nicht viel, aber es ist mega süß und mega lieb, dass die Karina da an uns Mädels gedacht hat und uns zum Junggesellinnenabschied so ein Goodie Bag gerichtet hat. Aua. Ja, anstoßen kann ich mich. Ich habe mich jetzt gerade an diesem Teil angestoßen. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen. Es bewegt sich, seht ihr? Doch jetzt mal eine Idee, ne? Also was ich sagen wollte ist, guckt bitte nicht auf das Chaos da bei mir im Arbeitszimmer. Ich muss da mal wieder aufräumen und ich muss auch wieder mal das Bad putzen und ich muss so viel machen und mich nicht anstoßen an den Dingen. Hey Leute, dieser Moment, wenn man 10 Minuten auf dem Crosstrainer trainiert und schon me mega fertig ist.
Oh mein Gott, ich mache bis 20 nach und dann gehe ich schlafen. Ich habe extra meinen Speicher geleert, weil ich keinen Speicher mehr hatte und ich bin so fertig. Ich werde natürlich vorher noch duschen, gehe nicht aufs Bett, nicht umsonst frisch bezogen. Es ist übrigens frisch bezogen an diejenigen, die es interessiert, an die es nicht interessiert. Ciao. Ich habe jetzt keine einzige Pause gemacht. Ich bewege die Beine einfach. Ich gucke, dass ich das jetzt jeden Tag mache, damit ich ein bisschen mich bewege und vielleicht nicht noch mehr zunehmen oder ein bisschen Bauchfett verliere. Mal gucken. Die letzten 15 Minuten, Leute, ihr seht, ich sehe mega fertig aus für mehr Realität bei Instagram. Ich bewege mich nonstop. Ich gucke, dass ich jetzt jeden Tag eine halbe Stunde auf dem Crosstrainer trainiere, damit es was bringt. Also ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaf gut später. Ich mache jetzt noch zu Ende den Sport zu Ende. Eigentlich schlafen, habe ich schon gesagt. Ich wiederhole mich wie immer. Gute Nacht, bis bald, bis morgen wahrscheinlich. Ciao, ciao.